Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. Wir machen heute mal ein Dirt. Gut, das war ein super Anfang. Ein Dirt Sprint Rennen auf der Atlanto Map. Der spukenden Map. Aber ich glaube, tagsüber spukt es nicht. Und ja, wir fahren in. Oh, Gang, danke. Wir fahren in Covets mit der Rallye-Variante und haben 25 Checkpoints. Das heißt, es könnte durchaus ein langes Rennen werden. Und die Sache ist, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir crashen, weil ich die Straßen nicht kenne. Und wir werden einfach mal versuchen. So, da Kollisionen, falten wir es beide zusammen. Ich verliere es. Okay. Also, nicht komplett verloren, zum Glück. Aber, oh Gott, BeamNG war im vierten Gang, musste aber im zweiten sein. BeamNG-Schaltlogik ist immer nicht perfekt. Okay, da sind. Das war knapp. Sachen, der vorne crasht. So, zweiter Platz raus schon mal. Der holt es. Ja, kann aber weiterfahren, glaube ich. Aber jetzt geht es an uns. Wir müssen wieder den ersten Platz einfangen. Das könnte durchaus knapp werden. So, schön Kurvenausgang. Hier vorbei an der Innenseite wunderbar gemacht. Einmal außen rum. Oh, unsere Frontschutzstange hin runter. Das ist natürlich auch gut zu wissen. Ich weiß, wir haben seine Fahrertür ziemlich ordentlich gerammt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der nicht mal ganz so einfach rauskommt aus dem Wagen. Okay. So, schön rüber. Oh, wow, wow, wow. Da war ich ein bisschen optimistisch. Komm schon. So, BeamNG, jetzt find endlich mal heraus, wie man schalten muss. Ist ja schrecklich, was du hier gerade machst. So, ich schalte jetzt mal neu, ist mir jetzt egal. BeamNG hat keine Ahnung, wie ich schalten muss. So. Hier rum. Komm schon. Na, wir sind. Eigentlich will ich aber nicht manuell schalten. Ich weiß, dass ich es falsch mache. Und mich viel zu sehr drauf konzentriere. Weil mit Tastatur manuell schalten ist nicht so lustig. Komm schon. So langsam arbeiten wir uns ran. Jetzt versuchen Windschatten. Ich weiß gar nicht, ob es bei BeamNG überhaupt Windschatten gibt. Ups, sorry. Das war ein bisschen unfair. Oh, okay. Er kommt gleich an uns zurück. Gebe ich zu. War verdient. Und nochmal. Oh, 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 oh. Okay, das wird ja auf jeden Fall ein ordentliches, dreckiges Duell zwischen uns. Sprung. So, jetzt bergab. Ordentlich Speed gewinnen. Schön. Irgendwo dazwischendurch. Komm schon. Wir sind nicht gecrashed. Das war das einzige Ziel, was ich da hatte. Wir haben noch 9 Checkpoints, um den wieder einzufangen. Die Kurve war ein bisschen schärfer, als ich dachte. Und da bin ich ganz froh, dass wir wenigstens nicht gecrashed sind. Aber das war halt echt. Das war ein Code Brown. Guter alter Code Brown. Wo wir gerade von Code Brown reden. So, um einiges kurviger hier, als ich dachte. Aber schon, wir sind bald im Ziel. Einfach rum. Ah, schlechten Linien fahre ich hier. Ich fahre eigentlich gar keine Linie. Ich slide nur rum. Okay. Ja, so viele Haarnadeln. Wir kommen langsam ran. Was heißt langsam? Jetzt haben wir einen ordentlichen Run. Schön an der Außenseite vorbei. Okay, jetzt nicht wegwerfen. 3 Checkpoints noch. 2 Checkpoints gleich. So, wir werden vorsichtig sein. Ja, gut, dass ich vorsichtig gewesen bin. Hätte unangenehm sein können. Oh, er versucht. Ah, er verliert fast die Kontrolle. Hat er's? Ja, er hat's gefangen. Aber es hat ihn gekostet. Das hat ihn gekostet. Nein. Geh in den Checkpoint rein. Danke. Ist der jetzt echt vor uns in den Checkpoint rein? Nur weil ich einen Millimeter daneben stand. Oh, das wird unangenehm. Uff. Oh. Das hat uns 3,47 geschafft. Ich will mal kurz gucken. Ich will den gleichen Kurs fahren. Sunburst. Der ist ein bisschen schneller. Will mal gucken, wie schnell der hier durchfahren kann. So, was habe ich jetzt für eine Sequenzial? Okay. So, wir werden natürlich jetzt keinerlei Konkurrenz haben hier. Wow. Erstmal hat er gestallt. Dann wollte ich den Motor wieder anmachen, aber es hat... Ah! Können wir. Danke. So, mal schauen, wie schnell der... Summers es durchschafft. Also 3,47 unsere Baseline. Natürlich, wir hatten dabei Crashes ein bisschen und wir haben einen Weg verloren. Also sagen wir eine
eine 3,30 ist unsere Baseline etwa. Boah, dann werden wir viel schneller. So. Okay. Hier entlang. Auf jeden Fall, ja. Um einiges schneller schon, der Wagen. Aufpassen. Da waren die Teile auf der Innenseite. So. Oh, wow. Ich habe das absolut gesehen. Aber es kommt ja noch scheiße. Warum stallst du die ganze Zeit den Wagen? Ja, BMG weiß irgendwie nicht, wie man mit Getriebe umgeht momentan. Absolute negative Meisterleistung. Was soll man das Gegenteil ist von der Meisterleistung? Gibt's dafür, du musst doch ein Wort dafür geben, oder? Irgendwo, ey, was soll ich meine? Egal. Viel zu konzentriert gerade darauf, nicht zu crashen. Was, wie ihr seht, auch super geklappt hat gerade eben. So. Jetzt reindriften. Ja, aber die Rallye-Fahrzeuge machen schon Spaß, wenn man eben wirklich viel rumdriften kann. Links, okay. Kurz auf Asphalt gewesen, haben wir schön um Reifen quietschen gehört. Okay. Das ist ein bisschen holprig, sobald man ein bisschen vom Weg abkommt. Sprung. Hier rum. Okay, komm schon. Ich weiß nicht, was für eine Zeit wir schaffen. Keine gute, weil ich gerade einen Zeitpunkt Checkpoint verpasst habe. Okay, dann können wir auch die 3,47 jetzt Zeit nehmen. Weil wir jetzt bei beiden Fehlern gemacht haben. Also wir können weiter nicht. Bleiben wir bei der 3,47, mit der wir es vergleichen. Ich sag, wir schaffen eine 3,10. Mal schauen. Never mind. Wir schaffen keine 3,10. Wow, FPS ist gerade am Arsch. Komm, gib mir dich. Nein. Ja. Du. Huh. Tschüss. Ach. Und wo ist der andere hin? Hier runter. So, okay. 100 mal langsamer wollen wir nicht. Wollen wir 16 mal langsamer. Und jetzt in den Überschlag reinbringen. Ja. Das ist schön. Jetzt können wir schön in Slow Motion den Überschlag anschauen. Oh, wow. Okay. Und jetzt wird es langsam unangenehm für ihn. Okay. Ah, ich liebe Slow Motion Überschläge. Slow Motion Überschläge sind einfach geil. Und jetzt aufs Dach rauf. Setzen wir auf die Motorhaube. Natürlich durch den Überrollkäfig geht das alles eigentlich relativ gut aus für den. Ja, war nicht der spektakulärste. Also war ganz spektakulär, war immer noch spektakulär, aber nicht so spektakulär, wie man Dach und Ding würde. Wollen wir die mal crashen? Wow, die haben ja einen guten Stück. So, wollen wir die mal crashen? Lass uns erstmal beide reinfahren. Rum. Okay. Schön. So, da können wir jetzt richtig schön reinhauen in den. Und schaffen. Ah, wir knallen nicht auf ihn rauf. Ne. Au. Okay, jetzt haben wir alles zerstört. Wir können sogar noch weiterfahren, aber hinten links sieht nicht mehr ganz so gut aus, wie ihr seht. Jetzt machen wir so diesen Krabbenlauf oder wie auch immer das Ding heißt. Oh. Au, 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 au. Haben wir den Wagen zerstört. Gleichfalls mit dem. Wo ist er hingefallen? Oh, da oben. Okay. Nein, ach. Welchen Button habe ich gedrückt? Ach, verärgert. Naja, egal. Machen wir noch einen Crash mit allen und dann war es das. Ja, wie immer, aber wenn ihr irgendeinen Wunsch habt. Boah, wie können die so schlecht im Launchen sein? Schreibt mir das unten in die Kommentare. Und, ja, mir gibt es eigentlich auch nichts zu sagen. Außer, dass ich mich bei euch fürs Zuschauen bedanke. Ob es euch gefallen hat. Und dann sage ich tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer DCD. Ciao.